Am 24. März 1999 zog die NATO in den Krieg. Es sollte ein Krieg im Namen eines höheren Ideals sein. Im Namen der Menschenrechte. Unser Ziel ist klar, zu beweisen, wie ernst der NATO ihre Ziele sind. Dieser Film erzählt von den Zweifeln derer, die in diesem Krieg kämpfen mussten. Ich dachte, ich kann das nicht mehr tun. Ich glaubte nicht mehr daran, dass wir das Richtige taten. Wir müssen eine noch blutigere Offensive im Kosovo verhindern. Der Film erzählt von denen, die die schreckliche Lektion lernen mussten, dass ihre Befreiung Opfer verlangen würde. Jedem Albaner war klar, dass eine Intervention umso wahrscheinlicher wurde, je mehr Zivilisten starben. Und er erzählt, wie eine letzte schreckliche Terrorwelle losbrach, während die NATO-Bomber bereits angriffen. Das moralische Ziel war klar. Eine schreiende Ungerechtigkeit geschah direkt vor den Grenzen der Europäischen Union. Wir hatten die Möglichkeit, das zu verhindern und wieder gut zu machen. Wir mussten es tun. Es ist die Geschichte eines kühnen Experiments. Militärische Macht im Namen der Moral einzusetzen. Eines Experiments, das beinahe außer Kontrolle geriet. Und dessen hochfliegende Ideale schließlich Hand in Hand mit blutiger Rache gingen. Kosovo im November 1999. 5 Monate ist es her, dass die NATO einen Krieg mit dem Ziel führte, für alle Zeiten die Verletzung der Menschenrechte im Kosovo zu beenden. Zufällig gerät an diesem Tag eine serbische Familie mit ihrem Auto in eine Menschenmenge, die den albanischen Unabhängigkeitstag feiert. Die Menge stürzte das Auto um und setzte den Benzintank in Brand. Das Auto begann zu brennen. Meine Eltern hatten nur mehr die Wahl, bei lebendigem Leib zu verbrennen oder herauszukriechen. Die Menschenmenge hielt sie fest und begann auf sie einzuschlagen. Mit Fäusten, mit Eisenstangen, mit allem, was da war. Der Rest stand herum und klatschte Beifall. Es waren viele Menschen, eine große Menge. Sie wollten meine Eltern umbringen. Und dann erschoss jemand meinen Vater. Ihr Vater war auf der Stelle tot. Seine Frau und ihre Mutter wurden bewusstlos geschlagen. Eine britische UNO-Polizistin sah, wie die Menschenmenge als Höhepunkt ihrer Unabhängigkeitsfeiern einen Mord beging. Es war wie ein Sieg für sie. Das erste Mal nach so vielen Jahren konnten sie ihren Unabhängigkeitstag feiern. Der Mord war für sie wie der Zuckerguss auf der Torte. Man konnte es an ihren Gesichtern erkennen. Dragoslav Basic war ein angesehener Professor für Bautechnik und hatte an den Universitäten von Oxford und Berkeley gelehrt. Die Menge rief UCK, UCK. Später sagte mir einer der Dolmetscher, dass sie auch noch 3 Serben tot gerufen hatten. UCK ist die albanische Abkürzung für Kosovo-Befreiungsarmee. Heute hat im Kosovo die UCK die Oberhand. Die UCK entstand aus der Verzweiflung eines brutal unterdrückten Volkes, dessen jahrelanger gewaltfreier Widerstand gescheitert war. Der Krieg im benachbarten Bosnien bewies den Kosovo-Albanern, dass ihnen nur ein Weg blieb, für ihre Unabhängigkeit von Serbien mit der Waffe in der Hand zu kämpfen. Sogar die Kinder schienen das zu begreifen. Wenn es eine Botschaft gab, die den Kosovaren gesandt wurde, dann war es die: Wenn ihr internationale Aufmerksamkeit wollt, dann müsst ihr darum kämpfen. Ihr müsst Gewalt anwenden, um eure Ziele zu erreichen.
Aus den abgelegenen Wäldern des Kosovo brach die UÇK auf, mit dem Ziel, das mächtigste Militärbündnis der Welt zum Verbündeten zu gewinnen. Es begann in den albanischen Dörfern des Kosovo. Partisanen, die auftauchten, zuschlugen und wieder verschwanden. Die albanische Zivilbevölkerung unterstützte sie, wo sie nur konnte. Im offenen Kampf hatte die UÇK nicht den Funken einer Chance gegen die hochgerüsteten und bürgerkriegserprobten serbischen Truppen. Aber sie wollte ihnen das Leben so schwer wie möglich machen. Wir schlugen zu und verschwanden wieder, in sehr kleinen Gruppen von 3 oder 4 Männern. Wir wollten mit diesen Hinterhalten vor allem auf uns aufmerksam machen. Wir sahen in der UÇK eine ernsthafte Bedrohung. Sie war eine Gefahr für die jugoslawische Armee. Die UÇK griff serbische Patrouillen an, tötete Polizisten, verschwand danach genauso rasch, wie sie aufgetaucht war. Eine Guerillataktik, wie sie sich bereits weltweit in vielen Bürgerkriegen bewährt hatte. Die serbischen Verluste stiegen. Was würde der Westen dazu sagen? Würde er die Toten als Opfer einer Terroristenbande oder als Opfer eines legitimen Befreiungskampfes sehen? Die kaltblütigen Morde an serbischen Briefträgern und Zivilisten sind Terrorakte, die wir für falsch halten. Leider hat die UÇK damals diese Taktik verfolgt. Es war eine riskante Taktik. Der politische Führer der UÇK, Hajim Tači, gibt heute zu, dass er wusste, dass die Serben an unschuldigen Zivilisten Rache nehmen würden. Jede unserer bewaffneten Aktionen hatte Vergeltungsmaßnahmen an Zivilisten zur Folge. Wir wussten, dass wir eine große Zahl von Zivilpersonen in Lebensgefahr brachten. Die verzweifelte Absicht dahinter, um jeden Preis sollte die Welt auf das Schicksal der Kosovaren aufmerksam gemacht werden. Je mehr Zivilisten getötet wurden, desto wahrscheinlicher wurde eine internationale Intervention. Die UÇK war sich dessen natürlich bewusst. Einmal sagte ein ausländischer Diplomat zu mir, schauen Sie, solange Sie nicht mindestens 5000 Tote haben, werden Sie niemals eine ständige internationale diplomatische Präsenz in Kosovo erreichen. In den Demokratien des Westens gab es immer noch ein tiefes kollektives Schuldgefühl. Sie wussten, dass sie in Bosnien zu lange mit einer Intervention zugewartet hatten. Eine Frau beschloss, denselben Fehler kein zweites Mal zu machen. Ich glaubte an die unbeschränkte und positive Macht der Alliierten unter Führung der USA. Es war etwas so Schreckliches. Wir konnten es nicht dulden. Dieses Schreckliche war das Milosevic-Regime. Der Ex-Kommunist Slobodan Milosevic umgab sich in Belgrad mit den Symbolen serbischer Identität und betrieb eine großserbisch-nationalistische Politik. Für ihn war Serbien umzingelt von räuberischen Feinden, gegen die er sein Land mehrmals in den Krieg führte. Slobodan Milosevic brauchte den Konflikt, um an der Macht zu bleiben. Der bis dahin letzte dieser Kriege war der in Bosnien-Herzegowina gewesen. Die UNO hatte versucht, den Konflikt zu schlichten. Zu unentschlossen, zu zögerlich. Als 1995 serbische Truppen in Srebrenica einmarschierten und unter den Augen von UNO-Soldaten 7000 muslimische Bosnier ermordeten, war der Westen schockiert. Nie wieder sollte so etwas geschehen. Es war derselbe böse Milosevic, der den Konflikt im Kosovo entfachte, indem er den Kosovaren ihre Rechte verweigerte. Wir mussten dagegen vorgehen. Am 5. März 1998 begannen die Serben mit einer Polizeiaktion, die der Welt bewies, dass Milosevic wirklich immer noch derselbe war.
Serbische Truppen griffen das Haus eines führenden UÇK-Mitglieds namens Adem Jaschari an, in der UÇK-Hochburg Prekaz. Was für Milosevic ein legitimer Antiterror-Einsatz war, wurde der Beginn eines brutalen Konflikts, der schließlich zum Kosovo-Krieg führte. Um 6 oder 7 Uhr früh sahen wir ungefähr 200 Soldaten oder Polizisten näher rücken. Soldiers or police. They were coming up. Als ihr Zuhause von den serbischen Panzern zerstört wurde, verstanden sogar die Kinder der Jaschari-Familie, warum die Welt auf das Kosovo aufmerksam gemacht werden musste. Wir leiden. Was haben wir den Serben angetan, dass sie das tun? Sie brennen unsere Häuser nieder. Es war eine normale Polizeiaktion. Die Details kenne ich nicht. Es ging um die Verhaftung eines berüchtigten Kriminellen, der wegen diverser Verbrechen verurteilt war. Die Aktion wurde erfolgreich ausgeführt. An weitere Einzelheiten erinnere ich mich nicht. Das sind die Einzelheiten, an die sich General Pavković nicht erinnern will. 53 Mitglieder der Jaschari-Familie wurden bei der Polizeiaktion getötet. Die kosovo-albanischen Führer appellierten an die Weltöffentlichkeit, ihnen zu Hilfe zu eilen. Sobald wir die Fotografien bekamen, stellten wir sie ins Internet. Es war das Schrecklichste, was wir jemals gesehen hatten. Wir wollten die Bilder von den erschossenen Kindern der ganzen Welt zeigen. Wir waren schockiert und dachten, dass alle diese Bilder sehen sollten, weil die Sache außer Kontrolle geriet. Das Massaker von Prekaz machte aus den Männern der UÇK Volkshelden. Tausende Kosovo-Albaner griffen zu den Waffen. Im ganzen Land formierten sich spontan Partisanenverbände. Aber sie waren kaum ausgebildet und schlecht bewaffnet. Trotzdem forderten die Truppen der UÇK immer öfter die jugoslawische Volksarmee heraus. Für Milosevic war die UÇK einfach ein Haufen von Terroristen. Aber die USA nahmen die Gegner von Milosevic im Kosovo immer ernster. Sie schickten Richard Holbrooke, der als US-Sonderbeauftragter bereits den Bosnienfrieden ausgehandelt hatte. Ich reiste an die albanische Grenze in ein kleines Dorf namens Junik, das von den serbischen Truppen völlig umzingelt war. Er wollte selbst sehen, wer die Männer der UÇK waren. Es war ein Markstein der Entwicklung. Aber es war nicht geplant. Manchmal passieren Dinge, die nicht geplant sind. Wir hatten es vorbereitet. Die UÇK wusste, dass wir dort sein würden. Also schickten sie einen ihrer Offiziere hin. Wir kamen in das albanische Dorf und trafen den Bürgermeister. Wir saßen in seinem Wohnzimmer im ersten Stock am Fußboden, wie es in Albanien üblich ist. Da kam ein Mann und drängte sich zwischen den Bürgermeister und mich mit seiner Kalaschnikow. Er machte sich sehr gut auf Fotos und er wusste, wie man mit den Medien umgehen musste. Diese Bilder waren die ersten offiziellen Bilder, auf denen ein amerikanischer Politiker mit einem Mitglied der UÇK zu sehen war. Ich war nicht sehr glücklich, weil man in einer Situation wie dieser nicht gern überrascht wird. Diese Bilder verwirrten viele Menschen auf der ganzen Welt. Milosevic war wütend. Ich traf mich mit diesen aufständischen Terroristen, wie er sie nannte. Wenn der offizielle Gesandte eines anderen Landes eintrifft, die offiziellen Staatsstellen missachtet, sich aber mit albanischen Terroristen trifft, dann ist es ziemlich offensichtlich, dass er diese Terroristen unterstützt. Die UÇK war überzeugt, dass die Welt sie von nun an beachten würde. Und sie machte erstaunliche militärische Fortschritte. Von ihren Hochburgen im Land aus rückte sie jetzt sogar auf größere Städte vor, etwa Pec, wo die Hälfte der Bevölkerung serbisch war. Valmir und seine Schwester Valentina sind Albaner. Sie sind hier in Pec aufgewachsen.
Unter ihren Freunden waren früher auch viele Serben. Ihre Nachbarn, die Rajcevic-Familie, waren serbisch. Aber die gute Nachbarschaft überlebte die Angst und das wachsende Misstrauen nicht, das den ganzen Kosovo erfasste. Wir spielten oft Basketball miteinander. Wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht, schauten gemeinsam fern. Der Nachbar Mladen Rajcevic und seine Brüder waren Polizisten. Eines Nachts im Sommer 1998 wurde der jüngste Bruder in einem Hinterhalt der UCK verwundet. Mladens Zorn richtete sich gegen seine Nachbarn. Er kam hierher mit seinem Bruder Obrat in unser Haus. Er sagte zu meinem Vater, wenn jemand meine Familie verletzt, meine Frau oder meine Kinder, dann werde ich euch alle töten. Er sagte, ich warne euch. Als er ging, schlug mir sein Bruder ins Gesicht. Es war eine Vorwarnung für das, was noch kommen sollte. Das neu gewonnene Selbstvertrauen der UCK hielt nicht lange an. Milosevic antwortete mit einer brutalen und wahllosen Gegenoffensive. Die UCK musste aus ihren Stellungen fliehen. Aber nicht nur die UCK. 100.000 albanischstämmige Zivilisten waren auf der Flucht. Als die Kälte des Herbstes immer schneidender wurde, brachen Hunger und Seuchen aus. Diese Bilder empörten die westliche Öffentlichkeit. Die NATO verlangte von Milosevic, seine Truppen in die Kasernen zurückzuziehen. Zum ersten Mal untermauerte sie ihre Forderungen mit der Androhung eines Bombenangriffs. Richard Holbrook flog nach Belgrad, um Milosevic selbst diese Botschaft zu überbringen. Unsere Bomber standen startklar in Italien. Die Ziele waren festgelegt. Auf meine Anregung hin ließ der Generalstab den verantwortlichen Kommandanten für ein mögliches Bombardement, General Short, mit nach Belgrad fliegen. Milosevic hatte den General noch nie getroffen. Ich kann nicht sagen, dass ich davon begeistert war oder dass ich von ihm beeindruckt war. Dieser Mann ist ein Massenmörder. Wir hatten gerade Platz genommen, da lehnte sich Milosevic nach vorn und sagte ohne Einleitungsfloskeln, Sie sind also der Mann, der mich bombardieren wird. Ich gebe zu, ich war sprachlos. General Short sagte, wie abgesprochen, Herr Präsident, ich habe Aufklärungsflugzeuge in der einen und Bombenflugzeuge in der anderen Hand. Sie können wählen. Wenn Sie mich zwingen, einen Bombenangriff zu beginnen, dann wird Ihr Land nie wieder so wie jetzt sein. Dann sollten wir die Verhandlungen beenden, damit Sie noch einmal durch Belgrad spazieren können. Weil dann wird Belgrad nie wieder so wie jetzt sein. Ich war davon überzeugt. Milosevic stimmte einem sofortigen Waffenstillstand zu. Er akzeptierte die Entsendung internationaler Beobachter und eine Beschränkung der serbischen Truppenstärke im Kosovo. Es schien, als ob die Drohung gewirkt hätte. Aber Milosevic hatte noch einen Grund, dem Waffenstillstand zuzustimmen. Er hatte seine militärischen Ziele bereits erreicht. Alle terroristischen Zentren waren vernichtet, die Terroristen vertrieben. Die meisten legten die Waffen nieder, andere waren auf der Flucht. Milosevic zog seine Truppen in die Kasernen zurück. Die Doppelstrategie der NATO, hartnäckige Verhandlungen einerseits, militärische Drohungen andererseits, schien aufzugehen. Aber das war eine Fehleinschätzung. 4 Monate danach führte sie geradewegs in den Krieg. In einer Welt mit nur mehr einer Supermacht wurde die Krise im Kosovo zu einem globalen Problem. Ein ranghoher amerikanischer Diplomat wurde in das US-Außenministerium zitiert. Dort wartete ein Auftrag auf ihn, der ihn überraschte und vor den Kopf stieß. Ich erinnere mich, wie ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass sie mich in das Kosovo senden wollen. Ich bin doch ein sehr angesehener Diplomat. Wie kann das Kosovo wichtig genug sein, dass ich dort gebraucht werde?
Es war der Waffenstillstand, der das Kosovo wichtig genug machte. Im Oktober wurde Walker von Milosevic empfangen. Walkers Aufgabe war es, zu überwachen, ob die jugoslawischen Streitkräfte sich an das Waffenstillstandsabkommen hielten. William Walker wurde Chef einer internationalen Überwachungskommission im Auftrag der OSZE. Aber er sah die Welt aus der Perspektive Amerikas. Sein ganzes Leben lang hatte er loyal für das US-Außenministerium gearbeitet. Walker war von Außenministerin Madeleine Albright ausgewählt worden. Sie kannte ihn und traf selbst die Entscheidung. Walkers Mitarbeiter fuhren in grell-orangen Autos durch das ganze Kosovo und überwachten den Rückzug der serbischen Streitkräfte. Alles lief plangemäß. Die Truppen von Milosevic hielten sich an das Abkommen. Und die UÇK? Während sich die Serben zurückzogen, füllte die UÇK das militärische Vakuum aus. Immer deutlicher wurde der Schwachpunkt des Waffenstillstands. Er war einseitig. Die UÇK hatte sich zu nichts verpflichten müssen. Im ganzen Land rückte die UÇK in Stellungen ein, die Serben gerade verlassen hatten. William Walkers Stellvertreter war ein britischer General. Er und seine Mitarbeiter sahen, was die UÇK tat, hatten aber keine Möglichkeit, dagegen einzuschreiten. Das wurde zu einem wichtigen Thema in den Verhandlungen mit den Serben. Sie sagten, die Abmachung war, dass wir uns zurückziehen und ihr das Abkommen überwacht. Vertreibt also die UÇK aus den Schützengräben, in denen noch vor einem Monat wir waren. Aber das konnte die OSZE-Mission nicht. Im Hauptquartier der NATO herrschte wachsende Unruhe. Aus einem bisher geheimen Protokoll einer Sitzung des Nordatlantikrats. Die UÇK ist hauptsächlich verantwortlich für die Gewalt. Sie hat eine anscheinend bewusste Provokationskampagne begonnen. Genau so stellte damals auch William Walker die Situation dar, zumindest unter vier Augen. Gesandter Walker sagte im Nordatlantikrat aus, dass die Mehrzahl der Gewalttaten von der UÇK begangen wurden. William Walker bestritt diese Aussage in der Öffentlichkeit und er tut es bis heute. Sie sagten dem Nordatlantikrat, dass vor allem die UÇK dafür verantwortlich war. Da müsste ich meine Unterlagen durchgehen. Ich erinnere mich nicht daran. Meistens berichtete ich dem Nordatlantikrat, dass beide Seiten verantwortlich seien. Beide Seiten taten Dinge, die nicht richtig waren. Natürlich war es leichter, die Regierung zur Verantwortung zu ziehen. Hätte es eine Sanktion gegeben, wenn die UÇK sich nicht vernünftig verhalten hätte? Sie hätte die Unterstützung der Vereinigten Staaten und der Kontaktgruppe völlig verloren. Da die Unterstützung der USA für die UÇK nun ein offenes Geheimnis war, schickte Milosevic seine Truppen zurück, um die UÇK zu vertreiben. Der Waffenstillstand war gebrochen. Die Spirale der Gewalt begann sich aufs Neue zu drehen. Die UÇK schmuggelte einen Großteil ihrer Waffen über Bergpässe aus Albanien in das Kosovo. Am 15. Dezember 1998 in der Morgendämmerung geriet eine Schmugglerkolonne in einen gut vorbereiteten serbischen Hinterhalt. Die meisten flohen zurück nach Albanien, aber 31 Männer blieben tot liegen. Noch am selben Tag übte die UÇK blutige Rache in der nahegelegenen Stadt Pec. Eine Gruppe maskierter Männer fuhr zu dieser Bar, die vor allem von jungen Serben besucht wurde. Die Türen des Autos gingen auf und wir hörten das Feuer der Maschinengewehre. Musik
In der Bar war Lazars Sohn Ivan, ein Teenager. Er war der Stolz seines Vaters und ein guter Schüler, der Beste seiner Klasse. Es war ein schrecklicher Anblick. Wir versuchten, den noch Lebenden zu helfen. Überall war Blut. Ivan hatte keine Chance. Er saß direkt neben der Tür. Er war der Erste, der getroffen wurde. Walker verurteilte den Hinterhalt an der Grenze und den Anschlag auf die Bar in derselben Art und Weise. Good afternoon. Thank you very much for coming. I know it was on very short notice. Those who are looking for a just and workable peace in the region, I would certainly call upon. Es sah aus wie eine geplante Racheaktion. Die UCK hatte erfahren, dass ihre Männer an der Grenze getötet worden waren und sich dafür in Patch gerecht. Das ist doch ein großer Unterschied zwischen Menschen, die bei einer militärischen Auseinandersetzung getötet werden, und einem Anschlag maskierter auf Teenager in einer Bar. Ich glaube, dass wir einfach nicht genau wussten, was in Patch geschehen war. Die serbische Regierung behauptete, dass UCK-Gangster die Bar überfallen hatten. Es ist viel schwieriger, Stellung zu etwas zu nehmen, wenn man nicht genau weiß, was geschehen ist. It's a lot more difficult to sort of pronounce yourself. Einen Monat später nahm Walker dann doch eindeutig Stellung. Und zwar zu einem Massaker hier im Dorf Racak. Racak war ein Dorf wie hunderte andere auch. Bis zum Jänner 1999. Die UCK marschierte in Racak ein, die meisten Dorfbewohner flohen. Am Rand des Dorfes wurden Schützengräben ausgehoben. Wir kamen in viele Dörfer, deren Bewohner uns sehr deutlich sagten, dass sie lieber völlig in Ruhe gelassen würden. Oft glaubten sie, dass es für sie gefährlicher wäre, wenn eine UCK-Einheit in ihr Dorf käme. Von Verstecken in der Nähe von Racak aus verübte die UCK einige Anschläge auf serbische Patrouillen. Anfang Jänner töteten sie dabei 4 serbische Polizisten. Wir sahen sie kommen, also gingen wir in Stellung und eröffneten das Feuer. Uns war aber klar, dass sie nach jedem unserer Angriffe Rache an Zivilisten nahmen. Auch in Racak kam es bald zur erwarteten serbischen Vergeltung. Der Angriff begann am Morgen des 15. Jänner. Internationale Beobachter sahen aus sicherer Entfernung zu, wie serbische Truppen das Dorf eroberten. Langsam kämpften sie sich von Haus zu Haus vor. Die meisten waren leer. Die UCK war abgezogen. Als sich die serbischen Kräfte am Nachmittag wieder zurückzogen, erklärten sie, 15 UCK-Männer bei den Kämpfen getötet zu haben. Nach dem Ende der Kämpfe fuhren die internationalen Beobachter in das Dorf und stellten nichts Ungewöhnliches fest. Erst am nächsten Morgen wurde die ganze Tragweite der serbischen Vergeltungsmaßnahme offensichtlich. William Walker wollte es mit eigenen Augen sehen. Wir gingen den Hügel hinauf und fanden alle 15 bis 20 Meter einen Toten. Ich weiß nicht, wie viele wir schon gefunden hatten, als wir schließlich zu dem Leichenhaufen kamen. Die Überwachungskommission hat willkürliche Verhaftungen, Hinrichtungen ohne Gerichtsverfahren und die Misshandlung von unbewaffneten albanischen Zivilisten im Dorf Racak festgestellt. Walker machte die serbische Polizei und das serbische Militär für die Verbrechen verantwortlich.
Er war als unabhängiger internationaler Beauftragter im Kosovo. Aber immer lauter wird die Vermutung, dass Walker von der amerikanischen Regierung Instruktionen bekam. Ohne mit irgendeiner Regierung Rücksprache zu halten, sagte ich einfach, was ich gesehen hatte, das Ergebnis eines Massakers. William Walker, der Chef der Kosovo-Überwachungskommission, rief mich aus Ratschak an. Sie erinnern sich nicht an einen Anruf in Washington? Ich bekam einen Anruf von Walker. Er sagte, hier war ein Massaker. Ich kann die Leichen sehen. Sie haben nicht mit General Clark gesprochen? Walkers Berichte gaben den USA grünes Licht für den Eintritt in den Kosovo-Krieg. Die UCK hatte einen mächtigen Verbündeten gewonnen. In Ratschak und in anderen Orten spielten die Serben der UCK in die Hände. Es wird für immer eine offene Frage bleiben, ob die UCK diese Kämpfe herausgefordert hat, weil sie wusste, dass die Serben an der Zivilbevölkerung Rache üben würden. Ich persönlich glaube das nicht, aber es war eben Krieg. Nach Ratschak mussten selbstverständlich Maßnahmen ergriffen werden. Es war natürlich ein Schlüsselereignis. Der Präsident war überzeugt, dass wir nun etwas tun mussten. Dass wir klar machen mussten, dass die USA an einer Intervention mitwirken würden. Aber zuerst mussten die europäischen NATO-Verbündeten von der Notwendigkeit einer Intervention überzeugt werden. Albright bestand darauf, dass jede weitere diplomatische Verhandlung von der glaubhaften Androhung einer militärischen Intervention begleitet war. Bisher hatte diese Taktik gewirkt. Die europäischen Verbündeten stimmten zu. Noch einmal sollte ein letzter diplomatischer Schlichtungsversuch unternommen werden. Ort der Verhandlungen, das Schloss Rambouillet in der Nähe von Paris. Der überwältigende Prunk des Schlosses sollte die Verhandlungspartner günstig stimmen. Zum ersten Mal saßen die beiden Konfliktparteien in einem Raum. Die Europäer wollten unbedingt ein Verhandlungsergebnis erreichen, das sowohl die Serben als auch die Kosovo-Albaner akzeptieren konnten. Einige von ihnen hatten die Gewaltandrohung nur widerwillig unterstützt. C'est le sort du Kosovo. Mais c'est surtout le sort. Aber die Amerikaner waren skeptisch. Für sie gab es neben einer Verhandlungslösung noch eine zweite Option. Das zweite akzeptable Ergebnis war die Schaffung von Eindeutigkeit, wo bisher Mehrdeutigkeit war. Klarheit darüber, welche Seite für das Problem verantwortlich war. Welche Seite die NATO verteidigen und welche sie bekämpfen musste. Indem die Kosovo-Albaner dem Vertrag zustimmten und die Serben nicht. Wenn die Serben nicht zustimmten und die Kosovo-Albaner schon, dann war es klar, dass man militärisch vorgehen musste. Die Europäer dagegen wollten ein Verhandlungsergebnis, das beide Parteien unterschrieben, Serben und Kosovo-Albaner. Letztendlich war es für die Kosovo-Albaner wichtiger zuzustimmen als für die Serben. Nein, es war für beide Seiten wichtig. Schließlich war es kein taktisches Manöver, sondern ein ehrlicher Versuch, einen Frieden zu schaffen, von dem die Serben behauptet hatten, ihn zu wollen. Nach außen mussten wir klar machen, dass wir nach einer Verhandlungslösung suchten. Innerlich war uns aber klar, dass es ziemlich unwahrscheinlich war, dass die Serben zustimmten. Die Serben erhoben keinen Einspruch gegen die politische Seite des Friedensplans, inklusive einer weitgehenden Autonomie des Kosovo. Aber über die militärische Seite wollten sie nicht einmal verhandeln. Ein Friedenssicherungseinsatz der NATO im Kosovo kam für sie nicht in Frage. Die NATO hätte völlige Freiheit hinsichtlich Bewegung und Stationierung gehabt. Es wäre fast wie eine Besatzungsmacht gewesen. Niemand konnte so etwas akzeptieren.
Wie weit konnten Sie gehen, um die Sorgen der Serben zu beruhigen? Wären Sie Kompromisse eingegangen in der Frage einer NATO-Beteiligung an der Friedenssicherungstruppe? Nein, ohne NATO konnte das nicht funktionieren. Die Aufmerksamkeit richtete sich jetzt auf die kosovarische Delegation. Die Kosovo-Albaner hatten den jungen und unerfahrenen UÇK-Mann Hashim Thaçi zu ihrem Führer ernannt. Seine Delegation drängte ihn dazu, zuzustimmen. Aber er lehnte ab, weil die Vereinbarung keine Volksabstimmung über die Unabhängigkeit des Kosovo vorsah. Alle stimmten dem Vertrag begeistert zu, außer Thaçi. Er war sehr angespannt und sagte nein. Thaçi sagte unverblümt zur Delegation, dieses Dokument in seiner aktuellen Fassung ist völlig inakzeptabel. Er verwendete Worte, die als Drohung verstanden werden konnten. Wer auch immer das unterzeichnet, den würde ich als Staatsfeind betrachten. Die Amerikaner schickten ihre Außenministerin selbst, Madeleine Albright. Sie wollte unbedingt Thaçis Zustimmung zum Friedensplan. 4 Tage lang versuchte sie, ihn dazu zu bringen. Er war ein Politiker, der ein Ziel hatte, der vielleicht eine wichtige Funktion in der politischen Lösung einnehmen konnte. Thaçi gefiel das einerseits, andererseits war es ihm unangenehm. Er meinte, okay, dann werde ich eben in die Politik eingeführt. Die Zeit verging und Thaçi änderte seine Meinung immer noch nicht. Ich war unglaublich frustriert. Wir brauchten Klarheit, sofort. Sie sagte, wenn ihr unterzeichnet und die Serben nicht, dann bombardieren wir. Wenn ihr unterzeichnet und die Serben auch, dann habt ihr die NATO im Kosovo. Wenn ihr nicht unterzeichnet und die Serben auch nicht, dann vergessen wir die Sache. Sie war sehr offen. Es dauerte 3 Wochen, aber Albright erreichte schließlich, was sie wollte. Die Serben unterschrieben nicht, die Kosovo-Albaner schließlich doch. Es war die unzweifelhafte Klarheit, die die USA brauchten. Jetzt konnte die NATO daran gehen, die Drohung gegen Milosevic glaubhaft zu machen. In der Überzeugung, dass diese Drohung allein reichen würde, Milosevic umzustimmen. Im ganzen Kosovo bezogen die serbischen Truppen ihre Stellungen und bereiteten sich auf einen Krieg vor. Die OSZE-Mission unter William Walker wurde abgezogen. Ohne internationale Beobachter begannen die Serben jetzt zu plündern und zu morden. Mit der Brutalität, die die Welt inzwischen von ihnen gewohnt war. Das Kosovo begann im Chaos zu versinken. Sie sagten, wenn du dich bewegst, dann schlitzen wir dir die Kehle auf. Wir wagten nicht, deinen Finger zu rühren. Es gab keinen militärischen Grund, dieses Dorf wie viele andere zu zerstören. Es war willkürlicher, vorsätzlicher Vandalismus. Eine Art vorweggenommener Rache für die militärische Drohung der NATO. Diese Gruppe von Soldaten fertigte Erinnerungsfotos an, um das ungetrübte Vergnügen, das sie bei dieser Barbarei empfanden, für später zu dokumentieren. Sie nahmen meine Tochter mit, zusammen mit einem kleinen Mädchen und einer alten Frau. Als ich die Schüsse hörte, da wusste ich, dass sie ermordet worden waren. Ihr kleiner Sohn weinte auf meinem Schoß. Die Taktik des Westens, diplomatische Verhandlungen allein durch die Androhung militärischer Gewalt zu unterstützen, scheiterte an dieser Barbarei. Jetzt musste die NATO beweisen, dass ihre Drohung mehr war als nur ein Bluff. In Belgrad kam es zum letzten Versuch, das Unausweichliche zu verhindern. Richard Holbrooke traf Slobodan Milosevic. Wir saßen allein in seinem riesigen weißen Palast, umgeben von echten oder vielleicht auch falschen Rembrandts.
Wir waren völlig allein. Ich sagte, Sie wissen, was passiert, wenn ich gehe. Milosevic antwortete ganz ruhig, ja. Sie werden uns bombardieren. Sie sind ein großes und mächtiges Land. Sie können alles tun, was Sie wollen. Und ich sagte, das war's, Herr Präsident. Ich muss jetzt gehen. Es herrschte eine gespenstische Stille in diesem Raum, wo es kaum jemals ruhig gewesen war. Beim Hinausgehen sagte Milosevic, wer weiß, ob ich Sie jemals wiedersehen werde. Ich antwortete, das hängt ganz von Ihnen ab, Herr Präsident. Ein Handschlag und das war's. 29 Stunden später begann das Bombardement. Wir bekamen den Befehl, morgen geht's los, wenn nichts mehr dazwischen kommt. Jedes Detail, jede Sekunde, jede Bewegung geht einem durch den Kopf, durch die Hand, durch die Augen, sehr schnell. Wenn dann die Zeit kommt, wenn es losgeht, dann läuft alles wie ein Uhrwerk ab. Ich persönlich habe Augenblicke äußerster Angst erlebt. Dann fragt man sich, ob man fähig ist, das zu tun. Ich kann mich erinnern, wie ich dachte, jetzt ist es soweit. In einigen Sekunden bin ich im Feindesland. Sie werden versuchen, mich abzuschießen und ich werde versuchen, meine Bomben auf sie fallen zu lassen. Ich betete, Gott, du musst mir helfen, ich kann jetzt nichts mehr tun. Ungefähr um 7 Uhr abends erhielt ich einen anonymen Anruf. Eine Stimme sagte, Sie müssen den Angriff verhindern, das wird schlimmer als im Irak. Ich legte auf. Von Schiffen in der Adria stiegen die ersten Cruise Missiles auf. Ihr Ziel, die Fliegerabwehrsysteme der serbischen Armee. Der Luftraum über dem Kosovo sollte für die Piloten der NATO möglichst sicher sein. Jede Rakete trug eine Kamera in ihrer Spitze, die bis zum Einschlag Bilder des Ziels aufnahm. Ich wusste genau, wann ich in das heiße Gebiet kam. Ich war ziemlich aufgeregt. Sobald das Flakfeuer da war, reagierten wir wie im Training. Das Feuer von dort ist ungefährlich. Das hier könnte gefährlich werden. Das ist wie im Training. Mehr Schwierigkeiten machten uns die Boden-Luft-Raketen. Wenn die kamen, dann achtete man nur darauf, wohin sie flogen, was sie taten, wie man ihnen entgehen konnte. In Washington wurden Sicherheitsmaßnahmen wie in einem richtigen Krieg getroffen. Präsident Clinton bereitete sich auf eine Rede an die Nation vor. An die Stelle Madeleine Albrights trat jetzt der nationale Sicherheitsberater Sandy Berger als der wichtigste Ratgeber Bill Clintons. Die Zeit der Verhandlungen war vorbei. Gemeinsam erarbeiteten Clinton und Berger drei wesentliche Ziele für die Rede des Präsidenten. My fellow Americans. Unsere Mission ist klar, die Ernsthaftigkeit der NATO-Absichten zu beweisen. Die serbische Führung muss ihre Politik ändern. Wir hofften, dass die Anwendung von Gewalt durch die NATO Milosevic davon abhalten würde, bis ans Äußerste zu gehen. Aber es war uns klar, dass das nicht sicher war. Eher eine Möglichkeit.
by any means a certainty, even perhaps a probability. Das zweite Ziel überraschte die Kommandanten der NATO. Sie hatten den Politikern bisher immer versichert, dass es mit militärischen Mitteln nicht erreicht werden kann. Wir müssen eine noch blutigere Offensive im Kosovo verhindern. Wir wussten von Anfang an, dass wir die Gräueltaten, die ethnische Säuberung, mit unseren militärischen Mitteln nicht stoppen konnten. Und das dritte Ziel sollte im weiteren Verlauf der Krise die NATO selbst beinahe spalten. Wenn notwendig, werden wir das serbische Militär so schwer treffen, dass es den Menschen im Kosovo nicht mehr schaden kann, weil wir unschuldige Leben retten wollen. Ich sagte im Nordatlantikrat, wir können das mit Luftangriffen allein nicht stoppen, das ist unmöglich. Kein Politiker sollte die Illusion haben, dass wir das tun könnten. Aber sobald so etwas gesagt ist, ist es eben gesagt. Sie wussten, dass Luftangriffe allein den Massenmord und die Massendeportationen möglicherweise nicht verhindern konnten. Ich war mir nicht sicher. Wir wussten, dass ein Militärschlag Milosevic nicht unbedingt davon abhalten konnte. Wenn er nicht damit aufhörte, mussten wir uns darauf vorbereiten, ihn zu vernichten. Die Generäle mussten jetzt mit militärischen Mitteln erreichen, was Clinton vor den Augen und Ohren der Welt versprochen hatte. Gleichzeitig aber bekamen sie keine klaren militärischen Ziele von der politischen Führung. Der Grund dafür war genauso einfach wie überraschend. Es war kein Krieg. Es gab keine Kriegserklärung. Wir hatten nicht die Absicht, ein Land zu erobern. Es war einfach ein Teil einer diplomatischen Strategie. Ich glaube, dass keines der NATO-Mitglieder gegen Milosevic in den Krieg ziehen wollte. Ich nehme zur Kenntnis, dass innerhalb der NATO einige der Meinung waren, wir wären nicht im Krieg. Aber als Kommandant junger Männer, die jeden Tag und jede Nacht ihr Leben riskierten, war mir klar, dass ich im Krieg war, dass meine Männer im Krieg waren und dass wir eben unsere Arbeit wie in einem Krieg machen mussten. Gott schütze Amerika. Das erste und wichtigste Ziel der NATO war, den Luftraum über dem Kosovo für die eigenen Piloten sicher zu machen. Mit Clusterbomben vernichteten sie die jugoslawischen MiG-Kampfflugzeuge noch auf den Rollfeldern. Die NATO verlor im gesamten Kosovo-Krieg keinen einzigen Piloten im Gefecht. Dennoch stellte sich die jugoslawische Armee als ein sehr viel unangenehmerer Gegner heraus, als die NATO erwartet hatte. Die NATO-Führung war davon ausgegangen, dass es 3 Tage dauern würde, um das erste und wichtigste Ziel, die Zerstörung der serbischen Luftabwehr, zu erreichen. In Wirklichkeit wurde es nie erreicht. Die NATO konnte die meisten Luftabwehreinrichtungen der Serben nicht einmal lokalisieren, geschweige denn zerstören. In jeder Bombennacht blieben die Luftabwehrraketen der jugoslawischen Volksarmee eine ständige Gefahr und zwangen die Flugzeuge der NATO in großer Höhe zu fliegen. Wir wussten, dass sie versuchen würden, gleich zu Beginn unsere Kommando- und Kontrollzentren zu zerstören. Also unternahmen wir alle notwendigen Maßnahmen, um unsere Soldaten und die Ausrüstung zu schützen. Wir machten sie unerreichbar, unangreifbar. Das Entscheidende war, dass wir unser Ziel nie erreichten. Wir konnten nie sagen, okay, die Gefahr von Luftabwehrraketen ist vorbei, wir haben sie alle vernichtet. Dazu kam es nicht. Short bestand darauf, dass seine Piloten in 5000 Meter Höhe blieben.
5000 Meter tiefer mussten die Albaner von Peć den Preis dafür bezahlen, dass die UÇK jetzt von der NATO unterstützt wurde. Serbische Nationalisten nahmen systematisch Rache. Die Serben wussten, dass sie gegen die NATO keine Chance hatten, also richtete sich ihre Wut gegen uns. Durch das Fenster sahen wir Rauch und Flammen. Sie brannten die Häuser der Albaner nieder. Ich war entsetzt, weil uns das gleiche Schicksal erwartete. Ich wusste, sie würden auch uns aus dem Haus treiben und es dann niederbrennen. Ich war verzweifelt. Valmir und seine Schwester Valentina erinnerten sich an die früheren Drohungen ihrer serbischen Nachbarn. Jetzt kamen diese Nachbarn wieder zu ihnen. Fünf Minuten, nachdem wir uns niedergelegt hatten, klopfte jemand an die Tür. Ein Schlag. Ein Mann schrie auf Serbisch: Polizei, öffnen Sie die Tür. Wir kannten die Stimme, es war unser Nachbar. Er wollte uns entweder töten oder uns sonst etwas Fürchterliches antun. In dieser Nacht wurden die beiden gemeinsam mit tausenden anderen ins Sportstadion von Peć getrieben. Es war schrecklich anzuschauen. Die ganze Stadt oder eigentlich nur unsere Hälfte war dort. Alte Leute, Kleinkinder, Kranke, Behinderte. Sie ließen keinen aus. Sie sagten, ihr wolltet die NATO, jetzt könnt ihr dafür zahlen. Am nächsten Tag wurden die albanischen Bewohner von Peć zu Fuß aus ihrer Heimat vertrieben. Ähnliches geschah im ganzen Land. Es war eine systematische Massenvertreibung. Valentina dachte auf der Flucht nur an Rückkehr und Rache. Ich betete zu Gott: Sei barmherzig, lass den Tag kommen, an dem wir ihnen dasselbe antun können. Das Chaos im ganzen Land ergriff auch die Hauptstadt des Kosovo, Pristina. Kaum behindert durch die Luftangriffe der NATO, begann die Polizei gemeinsam mit serbischen Paramilitärs Terror unter der Zivilbevölkerung zu verbreiten und hemmungslos zu plündern. Wir konnten keine UÇK-Angriffe auf die Polizei und die Armee zulassen. Sobald die NATO begann, zivile Ziele zu bombardieren, setzte eine Massenflucht aus dem Kosovo ein. Das begünstigte den Aufbau unserer Verteidigungsstellungen. Bewaffnete Polizeifahrzeuge patrouillierten durch die Stadt. Der Zivilbevölkerung blieben nur ein paar Stunden Zeit, um ihre Häuser zu verlassen. Diese Bilder wurden von einem albanischen Fotografen mit einer versteckten Kamera aufgenommen. Wir versuchten, sie von einer Flucht abzuhalten, manchmal mit Erfolg. Viele blieben im Kosovo und wurden von unseren Einheiten beschützt. Die ganze Welt konnte sehen, dass das eine Lüge war. General Pavkovics Einheiten organisierten in Wirklichkeit die größte Massenvertreibung seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Bilder weckten in vielen Erinnerungen an Nazi-Deutschland. Wir wussten, dass es einige Versuche geben würde, Rache an der albanischen Bevölkerung zu nehmen. Aber wir hatten nicht damit gerechnet, dass es zu einem so massiven Flüchtlingsstrom kommen würde. Von Tag zu Tag stiegen die Flüchtlingszahlen. Die serbische Führung unter Milosevic hatte den Konflikt bewusst weiter eskaliert. Diese Bilder bewiesen eindeutig, dass die NATO ihr Ziel mit Hilfe von Bombenangriffen vorerst nicht erreichte. Wir waren schockiert. Das Team, das den Präsidenten bei seinen Entscheidungen beraten hatte, war erschüttert. Wir hätten nie damit gerechnet, dass so etwas passieren würde. In Washington begannen die gegenseitigen Beschuldigungen.
Wie konnte ein Krieg, der so selbstbewusst begonnen worden war, nur so außer Kontrolle geraten? Am 30. März, 6 Tage nach Kriegsbeginn, Krisensitzung im Weißen Haus. Im Mittelpunkt der Kritik Madeleine Albright. Es gab so ein Gefühl, dass sie die Regierung in diese Situation gebracht hatte. Madeleines Krieg, wie er genannt wurde, sah plötzlich nicht mehr so gut aus. Alle von uns hatten gewusst, dass es nicht leicht sein würde. Aber es gab so viele Fehlinformationen, dass wir dachten, es würde nur ein kleiner Militärschlag werden. Mir wurde mitgeteilt, ich zitiere, Mike, du wirst nur 2-3 Nächte bombardieren, mehr kann die NATO und Washington nicht aushalten. Sie dachten immer, dass diese Bombenkampagne schlimmstenfalls 12 Tage dauern würde. Dann wäre es vorbei, dann würde Milosevic aufgeben. Sie dachten nie darüber nach, dass er vielleicht nicht aufgeben, sondern dass die Sache eskalieren könnte in diesem extremen Ausmaß. Auch die militärische Führung wurde immer unruhiger. Einige waren der Überzeugung, die NATO würde zu sehr auf die Politiker hören, immer nur den zögerlichsten Mitglied folgen. Das war mein erster Krieg mit 19 Partnern. Es wurde der Begriff kleinster gemeinsamer Nenner verwendet. Er ist vielleicht schon überstrapaziert, aber es gibt keinen besseren. Die Militärs waren sich einig, dass die Notwendigkeit einer ständigen politischen Meinungsbildung die Kriegsführung behinderte. Wenn man beginnt, militärische Mittel einzusetzen, dann sollte man sie so entschieden wie möglich einsetzen. Aber dazu sind prinzipielle Entscheidungen notwendig. Die gab es nicht. Ein Militärbündnis mit 19 Mitgliedern ist aber auch in anderer Hinsicht problematisch. Jeden Morgen berief General Clark eine Videokonferenz ein, um seine Befehle zu erteilen. Er machte sich immer mehr Sorgen über die Geheimhaltung wichtiger Informationen. Die Serben reagierten auf die Bombardements so geschickt, dass es schien, als ob sie nicht nur wüssten, was, sondern auch wann bombardiert werden sollte. Die Serben waren sehr erfolgreich. Sicher versuchten sie herauszufinden, was unsere Ziele waren. Wir hatten einige sehr gute Informationen, aber vor allem waren unsere Voraussagen sehr zutreffend. Und es gab einiges, was geheim bleiben muss, worüber ich nicht sprechen kann. In einigen Fällen hatten wir Hinweise darauf, dass sie Informationen über unsere Ziele bekamen. Bereits einige Monate vorher war aufgedeckt worden, dass Serbien auch im Hauptquartier der NATO Spione sitzen hatte. Belgrad war ein streng geheimer Operationsplan mit den Zielen der ersten Phase der Bombardements zugespielt worden. Wusste Jugoslawien, welche Ziele in der ersten Nacht angegriffen würden? Ich glaube, sie wussten um die Art der Ziele. Und sie wussten genau, was wir nach der ersten Bombennacht vorhatten. Zumindest in einem bewiesenen Fall war ein Operationsplan von einem Offizier im NATO-Hauptquartier an die Serben weitergeleitet worden. Woher wissen Sie das? Der Offizier hat es gestanden. Der Name des Offiziers war Pierre-Henri Bunel, ein Franzose. Die Frage war, gab es noch weitere undichte Stellen? General Clark war davon überzeugt. Wir analysierten alle Indizien dafür, dass die Serben wussten, was wir taten. Daraus erarbeiteten wir einen Plan, wie wir die Geheimhaltung verbessern konnten. Eine interne Untersuchung der US-Luftwaffe nach dem Ende des Kosovo-Kriegs ergab, dass ein serbischer Spion die streng geheimen Flugeinsatzpläne verraten hatte. Der Inhalt dieser Pläne, Ort und Zeitpunkt des Angriffs und Flugweg der Bomber. Clark befahl damals, den Zugang zu den Einsatzplänen auf möglichst wenige Personen zu beschränken. Bestimmte Personen bekamen die Einsatzpläne nicht mehr. Wir beschränkten den Zugang so weit wie möglich. Außerdem ließen wir alles weg, was nicht unbedingt in den Einsatzplänen stehen musste. Am Anfang des Krieges hatten rund 600 Personen Zugang zu den Einsatzplänen. Unter den verschärften Sicherheitsbestimmungen waren es nur mehr 100. Die Untersuchung der US-Luftwaffe ergab, dass ab diesem Zeitpunkt die Trefferquote der Angriffe deutlich stieg. Bis heute konnte allerdings kein Spion enttarnt werden.
Unbemannte Aufklärungsflugzeuge, sogenannte Drohnen, fotografierten die Tragödie auf den Straßen des Kosovo. Die schlimmsten Befürchtungen der NATO-Strategen wurden bei weitem übertroffen. Flüchtlingsströme entlang der Straßen. Es war offensichtlich. Die Luftangriffe konnten die Massenvertreibungen nicht stoppen. Die NATO stand unter Zugzwang. We had men and women on the ground. Am Boden wurden albanische Männer und Frauen aus ihrer Heimat vertrieben, flohen in die Wälder. Die politische Führung wollte natürlich, dass wir die serbischen Kräfte angriffen, die diese Gräueltaten begingen. Ich glaube, der Druck der politischen Führung der NATO auf General Clark war sehr stark. Sie sah es als moralische Notwendigkeit, die dritte serbische Armee im Kosovo anzugreifen. Die Öffentlichkeit verlangte, dass wir die Einheiten angriffen, die die Menschenrechtsverletzungen begingen. Das moralische Ziel war klar. Eine schreiende Ungerechtigkeit geschah direkt vor den Grenzen der Europäischen Union. Wir hatten die Möglichkeit, das zu verhindern und wieder gut zu machen. Ich will nicht unhöflich sein, aber ich glaube, die meisten unserer zivilen Führer verstehen nichts von der Luftwaffe und ihren Einsatzgrundsätzen. Alles, was sie darüber wissen, haben sie aus Filmen über den Golfkrieg, wo alles wie ein Videospiel aussieht. Gleichzeitig sahen sie im Fernsehen die Ströme von Flüchtlingen, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Was die politische Führung wollte, war klar. Nur die Piloten über dem Kosovo konnten diese Wünsche nicht erfüllen. Wir flogen Tag und Nacht unsere Einsätze und dennoch kamen immer mehr Flüchtlinge. Es gab schreckliche Berichte, was alles am Boden im Kosovo passieren würde. Wir taten, was wir konnten und doch geschah es weiter. Die Serben zogen sich nicht zurück, das tat weh. Wir kamen am Abend ins Hotel zurück und sahen in den Nachrichten, dass alles so weiterlief wie bisher. In 5000 Meter Höhe waren die Piloten sicher, aber auch die serbischen Truppen, die sie bekämpften. General Pavkovic war Kommandant der 3. serbischen Armee, die im Kosovo stationiert war. Es war keine Armee auf der Flucht. Im Gegenteil. Die Serben hatten das Gesetz des Handelns auf ihrer Seite. Sie brannten Dörfer nieder, wann sie wollten, und versteckten sich einfach bei gutem Wetter. Sie hatten ihre Truppen aufgeteilt. Sie waren im Gelände verstreut, in Zelten, unter Bäumen oder wo auch immer sie gebraucht wurden. Wir verwendeten verschiedene Maßnahmen, Verkleinerung, Tarnung, Attrappen. Wir bauten Scheinziele. Die NATO-Flugzeuge haben vor allem diese Attrappen zerstört. Beinahe ungehindert konnten die Serben sogar die Flüchtlinge noch ausrauben und auch ermorden. Ich erinnere mich, wie sehr mein Vater Angst hatte. Er sagte, paramilitärische Kräfte haben uns umzingelt. Sie wollen uns umbringen, die ganze Familie. Mein Vater zahlte 1000 D-Mark, um uns zu retten. Wer nicht zahlen konnte, fand keine Gnade. Dutzende Menschen wurden ermordet. Die Folgen dieses Massakers wurden auf Film dokumentiert, viele andere nicht. Das Missverhältnis zwischen den geringen militärischen Erfolgen und den großen politischen Versprechungen wurde immer deutlicher. Wir waren damals nicht sehr erfolgreich. Ja, es ist wahr, dass wir die Serben eher behinderten als aufhielten, zumindest in der ersten Phase. Das war darauf zurückzuführen, dass unsere militärische Taktik ihre Grenzen hatte. Die Einheiten, die nicht zerstört wurden, wurden zumindest stark behindert. Es hatte eine große Wirkung auf ihre Armee. Welche Wirkung hatte diese Strategie auf die Durchführung der ethnischen Säuberung? Ich glaube überhaupt keine. Alle Ziele, die wir im Kosovo trafen, waren bereits lange zuvor evakuiert worden. Nach
Die Piloten konnten die kleinen und beweglichen Einheiten der serbischen Armee im Kosovo kaum aufspüren. An manchen Tagen warfen sie die Hälfte ihrer Bomben auf sogenannte Mistplätze ab, Gegenden, die menschenleer waren. Der Kommandant der Luftangriffe war verzweifelt über die Erfolglosigkeit seiner Angriffe. Er dachte bereits an Rücktritt. Mehrmals dachte ich, ich kann das nicht mehr tun. Ich glaube nicht, dass wir das Richtige tun. Ich schulde es meinem Volk, aufzustehen und zu sagen, dass wir auf dem falschen Weg sind. I owe it to my people to stand up and say we're not doing this right. Für die Menschen in Serbien kam der Angriff der NATO überraschend. Aus den serbischen Medien hatten sie wenig von den Vorgängen im Kosovo erfahren. Milosevic stellte ihnen den Angriff der NATO als brutalen Vernichtungskrieg gegen das serbische Volk dar. Wir stehen vor der Gefahr eines NATO-Angriffs. Jeder Bürger muss an der Verteidigung des Landes mitwirken. Das serbische Fernsehen spielte mit den Ängsten einer verschreckten Bevölkerung. Tag und Nacht wurde die Erinnerung an die furchtbaren Jahre des Zweiten Weltkriegs beschworen, an die Besetzung Serbiens durch das nationalsozialistische Deutschland. Serbiens Hauptstadt Belgrad war bisher von Bomben verschont geblieben. Das sollte sich ändern. Wir diskutierten die Notwendigkeit einer Bombardierung der Kommandozentren in Belgrad. Schließlich wurde hier die ethnische Säuberung geplant. Im zentralen Hauptquartier im Innenministerium. Es gab keinen Grund, es nicht anzugreifen. Die Bombardierung von Belgrad bedeutete den Beginn einer neuen Phase im Kosovo-Krieg. Es war eine dramatische Eskalation. Würden die 19 NATO-Mitglieder geschlossen dafür stimmen? Das Problem stellte sich schließlich nicht. Der NATO-Rat wurde nie gefragt. Generalsekretär Solana und sein Berater, der deutsche General Naumann, trafen allein die Entscheidung. Es konnte als unbeschränkter Luftkrieg gegen Jugoslawien gesehen werden. Nicht alle NATO-Mitglieder waren bereit, so weit zu gehen. Deshalb gingen wir das Risiko nicht ein, diese Frage zu stellen. Wir wussten, dass das einige Probleme machen konnte. Die Bombardierung Belgrads begann am 3. April 1999, dem 11. Tag der NATO-Luftangriffe. Ziel war das serbische Innenministerium, in dem die ethnische Säuberung im Kosovo geplant wurde. Für die Kommandanten der NATO-Luftstreitkräfte hatte damit erst der Krieg so richtig begonnen. Aber es wurde ein Fehlstart. Wir griffen Belgrad an. Die Stadt stand in Flammen. Wir attackierten die richtigen Ziele. Jetzt war es wichtig, weiter Druck zu machen. Aber wir bekamen einige Probleme. Die Schwierigkeiten kamen aus Frankreich. Paris beschwerte sich darüber, bei dieser Entscheidung übergangen worden zu sein. Präsident Chirac war wütend, vom Angriff erst im Nachhinein erfahren zu haben. Er und sein Außenminister legten Wert darauf, von nun an immer im Vorhinein befragt zu werden. Wir wollten eine politische Kontrolle über den Eintritt in eine neue Phase, also dann, wenn die Ziele geändert wurden. Ein französischer General wurde in Clarks Stab versetzt, um die festgesetzten Ziele rechtzeitig prüfen zu können. Die Spannungen in der Allianz wurden durch die Entwicklungen in Belgrad weiter verstärkt. Die Bevölkerung der Stadt war durch die Angriffe nicht eingeschüchtert, sondern demonstrierte im Gegenteil Tag und Nacht dagegen. Offen wurde die NATO verspottet. Aus strategischen Gründen, offen gesagt auch aus symbolischen Gründen, wollte ich die sogenannte Rock'n'Roll-Brücke angreifen. Jede Nacht tanzten die Serben auf dieser Brücke, um ihren ungebrochenen Widerstandswillen zu demonstrieren. Ich wollte diese Brücke beseitigen. Nur ein Land war dagegen. Mir wurde mitgeteilt, dass die Führung dieses Landes gesagt hatte, wagt nicht einmal danach zu fragen. Welches Land war es? Es war Frankreich. Wir waren bemüht, Ziele zu vermeiden, die das wirtschaftliche Leben des Landes beeinflussten, also das tägliche Leben der Menschen in wesentlichen Dingen. We and our NATO allies have taken this action.
Während die NATO-Bomber ihre Angriffe flogen, verbreitete das jugoslawische Fernsehen Tag und Nacht Anti-NATO-Propaganda. Die Welt zu regieren ist keine leichte Aufgabe, vor allem für Hausfrauen. Auch wenn die Probleme immer größer werden, verzweifeln sie nicht. Der weltberühmte Mad and Bill Reiniger ist die perfekte Lösung für sie. Die angrenzenden Staaten in der Region sagten uns, bitte schaltet das serbische Fernsehen aus. Es ist eine riesige Propagandawaffe für Milosevic. Damit hält er sich an der Macht. Es ist ein legitimes militärisches Ziel. Ihr müsst es ausschalten. Wir zogen verschiedene Techniken in Betracht und beschlossen dann zu bombardieren. Immer wieder passierten der NATO tragische Fehler bei der Auswahl ihrer Ziele. Und jedes Mal holte die serbische Führung westliche Journalisten, um ihnen die zivilen Opfer zu zeigen. Als die NATO einen albanischen Flüchtlingskonvoi für eine serbische Militärkolonne hielt und bombardierte, schockten die Bilder des serbischen Fernsehens die ganze Welt. This is one of the problems. Es ist schwierig, in einer modernen Kommunikationsgesellschaft Krieg zu führen. Wir waren uns bewusst, dass solche Bilder auftauchen würden. Die schlimmsten waren die der Flüchtlinge, die von NATO-Bomben getroffen worden waren. Es war uns klar, dass diese Bilder eine instinktive Sympathiewelle für die Opfer der Kampagne auslösen würden. Am 23. April, 6 Minuten nach 2 Uhr morgens, bombardierte ein amerikanischer Stealth-Bomber das Fernsehgebäude in Belgrad. Die Sendung war gerade ein voraufgezeichnetes Interview mit Präsident Milosevic. Je öfter die NATO zivile Ziele wie das serbische Fernsehen bombardierte, desto heftiger wurden die Diskussionen in der westlichen Öffentlichkeit, ob diese Angriffe moralisch gerechtfertigt und militärisch zielführend seien. Als schließlich die NATO offenbar irrtümlich die chinesische Botschaft in Belgrad traf, griffen die Politiker wieder drastisch in die Planungen des Militärs ein. Keine Rakete oder Bombe sollte mehr auf Belgrad fallen. Ich glaube, dass schließlich die politische Kontrolle in korrekter Weise durchgeführt wurde. Aber ich glaube auch, dass das zum großen Teil Frankreich zu verdanken war. Jedes Mitglied der NATO hatte die Möglichkeit zu sagen, niemand greift dieses Ziel an. Wir nicht, ihr nicht, niemand. Warum die Politiker diese Entscheidungen trafen, hat mir jedenfalls keiner jemals gesagt. Meine Kameraden im Militär müssen lernen, dass es eine politische Entscheidung ist, welche Ziele angegriffen werden und dass wir die politische Genehmigung für politisch heikle Ziele brauchen. Immer größer wurden die Meinungsverschiedenheiten innerhalb der NATO. Seit dem Vietnamkrieg ist jedes Militärengagement der USA von einem obersten Grundsatz geprägt. Keine amerikanischen Gefallenen. Bereits am ersten Tag des Kosovo-Kriegs hatte Clinton die Möglichkeit eines Einsatzes von Bodentruppen ausgeschlossen. Wenn die NATO mit ihrem Einsatz beginnt, dann sollten unsere Truppen daran teilnehmen. Aber ich werde unsere Männer nicht in den Kosovo schicken, um Krieg zu führen. Sandy Berger hatte diesen Punkt in die Rede des Präsidenten eingefügt. Wenn bereits am Anfang über den Einsatz von Bodentruppen diskutiert worden wäre, dann hätten die NATO-Staaten nicht geschlossen gegen Milosevic, sondern zuerst einmal gegeneinander gekämpft. Die NATO hatte 12.000 Mann nach Mazedonien entsandt, die erst nach einem Friedensschluss in das Kosovo einrücken sollten. Jetzt wurde die Forderung erhoben, diese Truppen sofort in Marsch zu setzen, auch vom britischen Premierminister Tony Blair. Manchmal sagte man zu mir, um Himmels Willen, Tony, verlang auf keinen Fall Bodentruppen. Aber das ist schwierig. Die Menschen fragten mich danach. Wir haben nicht wie Milosevic eine Zensur in den Medien, Gott sei Dank nicht. Aber das heißt, die Menschen fragen mich und erwarten von mir irgendeine Antwort darauf. Am 4. April 1999 feierte die NATO den 50. Jahrestag ihrer Gründung.
Es wurde ein Jahrestag im Zeichen heftiger Diskussionen um den Einsatz von Bodentruppen. Die Amerikaner sagten den Briten offen, dass sie diese Forderung in der Öffentlichkeit nicht mehr erheben sollten. Das Pentagon wusste, dass die NATO diesen Krieg auf keinen Fall verlieren durfte. Aber genauso wenig kam ein Einsatz von Bodentruppen in Frage. Stattdessen verstärkte die NATO ihre Luftangriffe. Graphitbomben legten die Elektrizitätsversorgung lahm. Immer mehr zivile Ziele wurden bombardiert. Ich glaube, die Wirkung auf die Führungskader rund um Milosevic war sehr groß. Aber niemand wagte, gegen Milosevic aufzubegehren. Im Gegenteil. In Serbien wuchs die Hoffnung, dass die NATO selbst wegen ihrer inneren Spannungen zerfallen könnte. Diese Hoffnung war nicht unbegründet. Die neuen heftigen Angriffe waren zwar militärisch ein Erfolg, politisch aber höchst riskant. Einige europäische NATO-Mitglieder glaubten, dem Protest der Öffentlichkeit gegen die Bombardierungen nicht mehr lange standhalten zu können. Es war nicht einfach für Deutschland. Wir waren besonders interessiert an einem Ende dieses Krieges. Es gab die Gefahr, dass die Krise in einer Tragödie enden könnte. In dieser verfahrenen Situation wandte sich die NATO an einen alten Gegner. Russland schickte Viktor Tschernomyrdin als Sondergesandten, um einen diplomatischen Ausweg zu suchen. Für Russland war diese Bitte um Unterstützung ein Beweis für die völlige Ratlosigkeit der NATO. Sie suchten einen Ausweg. Sie erkannten, dass es nicht in 2 oder 3 Monaten vorbei sein würde. Aber es war nicht Tschernomyrdin, der Belgrad umstimmte. Milosevic war überzeugt, dass er in Russland mächtige Verbündete hatte. Vor allem im Militär und in der Geheimpolizei. Immerhin konnte der Kosovo-Krieg auch zu einem Präzedenzfall für einen internationalen Einsatz, etwa im Kaukasus, werden. Die NATO unter Führung der USA missachtete alle Grundprinzipien des Völkerrechts, wie sie seit dem Zweiten Weltkrieg bestehen. Der russische Geheimdienst arbeitete mit Deutschland zusammen, um einen geheimen Kontakt zu Milosevic zu schaffen. Die Schlüsselfigur in dieser Geheimdiplomatie war der unauffällige schwedische Unternehmer Peter Kastenfeld. Kastenfeld fuhr nach Moskau und traf sich dort mit führenden Mitgliedern des Militärs und des Geheimdienstes. Peter Kastenfeld hatte bereits früher die russische Regierung und auch Jelzin selbst beraten. Er besaß daher volles Vertrauen in Moskau, auch beim Geheimdienst und beim Militär. Er wartete auf ein Zeichen und als dieses kam, brachte ihn der russische Geheimdienst an die Grenze zu Jugoslawien. Ein Auto wartete, um ihn unter Umgehung der Bombenangriffe nach Belgrad zu bringen. Dort traf er Milosevic. Vier Tage lang traf sich Kastenfeld regelmäßig mit Milosevic. Er überbrachte ihm eine Botschaft, die die Hoffnung des serbischen Präsidenten auf eine offene Unterstützung durch Russland für immer zerstörte. Die russische Regierung wollte, dass Milosevic einem NATO-Friedensplan zustimmte. Auch das russische Militär sprach sich dafür aus. Es war eine Botschaft, die Milosevic ernster nahm als jede andere aus Russland, weil das die Leute waren, die seinen Machtapparat aufgebaut hatten. Das russische Militär sagte, mach dem Krieg ein Ende. Das sind Bedingungen, die uns annehmbar erscheinen. Mehr können wir für dich nicht tun, also hör auf. Als offizieller internationaler Gesandter kam der finnische Präsident Martti Ahtisaari nach Belgrad. Er war in Begleitung von Viktor Tschernomyrdin, im Gepäck den mit Russland abgesprochenen NATO-Friedensplan. Wir beide glaubten keinen Moment daran, dass wir in Belgrad eine Vereinbarung erreichen würden. Wir fuhren durch die Stadt. Sie sah gar nicht so zerstört aus, wie man hätte denken können. Wir gingen ins Gästehaus, wo uns Milosevic erwartete.
Er sah aus wie immer, als ob ich ihn erst am Tag zuvor getroffen hätte. Er empfing uns höflich und wir beschlossen sofort, mit den Verhandlungen zu beginnen. Ich las das Friedensangebot vor und er sagte, können wir eine Kopie haben? Dann fragten sie, ob wir den Vorschlag verhandeln könnten. Ich antwortete, leider nein. Das ist das Beste, was wir anbieten können. Wenn wir uns nicht darauf einigen können, dann wird der nächste Vorschlag aus Ihrer Sicht schlechter als dieser hier sein. Die NATO hatte zwei wesentliche Kompromisse angeboten. Die entscheidenden Punkte für Milosevic waren, dass das Ganze unter der Schirmherrschaft der UNO stattfinden und dass Kosovo ein Teil Jugoslawiens bleiben sollte. Diese Punkte hatten den Vorschlag für Russland akzeptabel gemacht. Und Milosevic konnte von sich behaupten, etwas erkämpft zu haben, was bisher nicht zur Diskussion stand. Ein UNO-Mandat im Kosovo. Wir waren erleichtert. Ich gratulierte Tschernomyrdin und umarmte ihn brüderlich. Aber die Erleichterung war voreilig. Das russische Militär hatte erwartet, nach den Friedensverhandlungen einen eigenen, von der NATO unabhängigen Sektor im Kosovo zu bekommen. Als es nicht dazu kam, glaubte Moskau hintergangen worden zu sein. Ich fühlte mich geschlagen. Das war genau mein Gefühl, als ob ich persönlich geschlagen worden wäre. Ich hatte den Eindruck, das Böse hatte über das Gute triumphiert. Russland versuchte sich zu nehmen, was ihm verweigert worden war. Russische Truppen, die in Bosnien stationiert waren, rollten Richtung Pristina. Sie hatten die Information bekommen, dass eine Luftlandeoperation auf dem Flughafen Pristina bevorstehen könnte, die das Land teilen würde. Die 200 russischen Soldaten fuhren unbehelligt quer durch das Kosovo und wurden von den serbischen Bewohnern als Befreier begrüßt. Die russischen Truppen besetzten den Flugplatz in Pristina ohne Gegenwehr. Die NATO war vor den Kopf gestoßen. Russland plante, tausende Fallschirmjäger einzufliegen und das Kosovo in zwei Zonen zu teilen. Dann hätte Milosevic weiter Einfluss auf den russisch besetzten Norden gehabt. Der Konflikt drohte zu eskalieren. Um eine Eskalation zu verhindern, vermied die politische Führung der NATO jede offene Konfrontation. Stattdessen wurden die Nachbarländer Jugoslawiens gebeten, russische Flugzeuge nicht durch ihren Luftraum zu lassen. Darunter auch der rumänische Verteidigungsminister. Er sagte zu den Russen, natürlich können sie fliegen, aber wir wären gezwungen, ein Flugzeug aufsteigen zu lassen. In unseren Flugzeugen gibt es nur zwei Knöpfe. Wenn der Pilot den falschen drückt, dann schießt er ihr Transportflugzeug ab mit allen Soldaten an Bord. Natürlich wäre das ein Verbrechen und er würde dafür nach unserem Gesetz für 7 Jahre eingesperrt werden. Aber er wäre auch ein Volksheld. Schließlich verzichtete Russland doch auf einen eigenen Sektor. Und am 12. Juni 1999 konnten mit Zustimmung von Slobodan Milosevic 50.000 NATO-Soldaten in das Kosovo einrücken. Die NATO war eher erleichtert über das Ende des Kriegs, als dass sie ihren Triumph genoss. 78 Tage lang hatte sie ununterbrochen Bombenangriffe auf Kosovo und Serbien geflogen. Unbesiegt zogen die serbischen Truppen ab, aus einem Land, das sie völlig zerstört hatten, ohne für die begangenen Verbrechen zur Verantwortung gezogen zu werden. Die Serben ziehen ab, die NATO rückt ein, die Flüchtlinge kehren zurück. Die Menschen sahen, was aus ihrem Land geworden war. Es war schrecklich. Der Gestank des Krieges nach niedergebrannten Häusern und Schießpulver lag über der Stadt. Bevor wir aus Pec geflohen waren, hatten wir am Grabstein meines Sohnes geweint und gefragt, Ivan, werden wir je dein Grab wiedersehen? Das war schwer, wirklich schwer. Nichts kann schwerer sein. Die UÇK hatte mit Hilfe der NATO ihr Ziel erreicht.
Die Unterdrückung der Kosovo-Albaner war endlich zu Ende. Aber gleichzeitig war die Provokationstaktik der UÇK nachträglich gerechtfertigt. Keine Befreiungsarmee oder Guerillatruppe hatte sich in den letzten Jahrzehnten schneller und erfolgreicher aus völliger Bedeutungslosigkeit zu einer international anerkannten politischen Kraft entwickelt als die Kosovo-Befreiungsarmee. Die Serben, die noch nicht aus dem Kosovo geflohen sind, leben heute eingesperrt in Ghettos. Wie hier in Gorazde nahe Peć, wo 600 italienische Soldaten die serbischen Bewohner vor ihren albanischen Nachbarn schützen. Der Kosovo-Krieg begann als ein Krieg im Namen der Moral. Bald aber ging es nicht mehr nur um Moral. Es ging nicht einmal mehr so sehr um den Kosovo. Es ging darum, ein Scheitern der NATO zu verhindern. Das Wichtigste war, wir durften nicht verlieren. Wenn wir verloren hätten, dann hätten wir nicht nur unser strategisches und moralisches Ziel nicht erreicht. Wir hätten die Glaubwürdigkeit der NATO schwer erschüttert. Das Ergebnis wäre gewesen, dass die Welt weniger sicher geworden wäre. Niemand hatte geahnt, dass dieser Krieg im Namen der Moral solche Ausmaße annehmen würde. Und dass im Kosovo schließlich die Zukunft des mächtigsten Militärbündnisses der Welt auf dem Spiel stehen würde. Der Krieg wurde gewonnen. Die Zukunft der NATO ist gesichert. Heute ist aber offensichtlich, dass dieser militärische Sieg erst der Anfang eines langen Ringen zum wahren Frieden im Kosovo war. Und dieser Friede ist zurzeit so fern wie eh und je.